Birgit und ihr Ex-Tim haben zwei Kinder, aber Birgit hat das Sorgerecht. Und das ist auch gut so, denn Tims neue Freundin Christiane kriegt einen Schreianfall, weigert sich, die Bühne zu verlassen und kreischt auch noch Franklin ins Gesicht, dass er ein Piep ist. Ein was bitte? Jetzt red ich, ja? Warum ich dir da meine Nummer nicht gegeben habe? Ich krieg Angst. Uns wurden Reifen zerstochen. Letzten Samstag war Katzenstreu vor der Tür hingeschmissen. Ich habe die Zeit, mit einem Beutel Katzenstreu 2 Kilometer zu laufen, um es vor deiner Tür zu schütten. Ja, komisch. Wen hast du da wohl losgeschickt? Sie ist ein Messi. Sie ist schlampig. Ja. Sie wäscht wenig, kauft dafür lieber neue Sachen. Das war zumindest während unserer Ehe so. Ich sag die Wahrheit. Du lügst dir was vor, ne? Du bist derjenige, der ein asoziales Verhalten am Tag legt. Du bist derjenige, der Scheiße rum erzählt. Birgit, jetzt sag ich dir mal was. Jetzt hörst du mir zu. Oh. Ja? Hörst du mir zu? Du bist auch wie eine Schlampe, du. Das ist doch eine Schlampe. Da ist doch eine. Als ich zuerst mal in die Wohnung kam, ja, dann wäre ich am liebsten rückwärts rausgegangen. Wie so ein Drecksloch. Das kann ich bis heute nicht vergessen, das Bild. Tja, das war da. Ja. Ich bin einen Tag, nachdem du ausgezogen bist, in die Wohnung gegangen. Und den Schlüssel von der Garage hattest du. Du hast mir eine Woche später auf der Nase getanzt. Ich will den Kinderwagen daraus haben. Du hast den Schlüssel aus dem Küchenschrank. Oh, Christiane, Tim, hallo. So wie sie hier jetzt schon auftritt, wie verhält sie sich dann zu Hause? War das letztlich in diesem Ausschnitt der Beweis, dass sie das zugegeben hat? Halt, das geht den Scheißdreck an! Jetzt geht gleich! Ich denke mal, sie müssen erst mal ihren Ton ändern. Überhaupt mit allen Leuten aus dem Umfeld, also sobald die ein Wort... Aus dem Umfeld, wo du bist, da halte ich mich nicht auf. Tut mir leid. Das solltest du doch noch mal wiederholen. Das sind asoziale Verhältnisse, wo du lebst. Noch mehr. Ja, tiefer geht's nicht. Christiane, ist das richtig, dass du diese Ausraster, die du uns hier so demonstrierst, auch mal zu Hause hast? Vielleicht auch mit den Kindern? Nö. Wenn ich diese Frau in meiner Gegenwart nicht sehe, ja, dann... Geht's mir gut. So, Christiane, Birgit, stopp mal ganz kurz. Christiane, wir versuchen ja hier ein bisschen was jetzt für Desiree. Du darfst gleich wieder zu Wort kommen. Wir möchten ja ein bisschen was klären für Desiree und Fabienne. Vielleicht, Christiane, darf ich dich mal kurz hinter die Bühne bitten, dass wir das hier mit einer anderen Tonart regeln können. Das wäre mir sehr recht. Christiane. Du möchtest erst was sagen, ja? Ich denke, es ist ganz gut, dass die Kinder bei der Mutter sind, weil wenn die Kinder bei dieser Furie, bei diesem Tier sind, werden sie nur gestört. Ich möchte mich ganz gerne mit dem Tim und mit der Birgit in Ruhe unterhalten. Deshalb wäre es sehr nett, wenn du die Bühne verlassen könntest. Ansonsten werde ich mich jetzt von euch beiden verabschieden und dann ist diese Sendung für euch beendet. Liebe Zuschauer, lass mir ganz kurz was erklären. Stopp mal, Tim. Stopp. Nein. Stopp, Tim. Ich möchte ganz kurz eines klarstellen. Christiane hat mich eben mit dem F-Wort beschimpft. Das haben Sie nicht mitbekommen, liebe Zuschauer, weil wir es natürlich gepiept haben. Yusuf ist ein kleiner Kerl, aber für Silvia der Größte. Leider, denn so klein er ist, so gemein ist er auch. Küsst alle Frauen und Silvias Eifersucht lässt ihn kalt. Aber auch wenn das Publikum schreit, der verarscht dich doch nur. Die naive Silvia braucht erst den Lügendetektor, um ihren Zwerg zu kicken. Das heißt, ich war angetrunken und ich wusste gar nicht, was die Frau will von mir. Ne? Oh, guck mal. Ich war nicht in dem Zustand. Daraufhin hat sie mir dann erzählt, dass sie seit 3 Wochen mit Yusuf zusammen ist. Und 3 Wochen? Hast du nicht eben gesagt, das war nur die eine Nacht? Ja. Richtig. Ja, ich gebe zu, ich habe gelogen. Ich habe mich doch bei dir entschuldigt. Ich habe auch viele Männerbekanntschaften, aber wenn ich die begrüße, dann gebe ich denen die Hand. Aber ich gehe nicht auf die zu und küsse jede Frau. Und er küsst jede Frau, die er kennt. Ist nur Begrüßungskuss das normal? Aber wie denn Begrüßungskuss? Wenn du eine Beziehung hast, dann kannst du nicht hingehen und die Frauen küssen, wie das dir gerade gefällt. Ich benehme mich zurzeit wie ein Teenager. Ich laufe ihm hinterher, ich kontrolliere ihn. Und das geht mir allmählich auf die Nerven. Und nicht nur ich leider darunter, sondern auch meine Tochter. Und mich nervt das genauso, wenn du jeden Tag hinterherläufst und fragst, wo ich bin, wenn ich sage, ist doch normal, oder nicht? Wie bitte soll ich dich denn einengen? Wie bitte denn? Du bist doch so kaum zu Hause. Wie denn?
Guck mal, ich brauche Zeit, das wieder mit dir zu bearbeiten. Guck mal, du brauchst überlegst, Zeit. Du. Muss ich mir überlegen, ob ich noch mit dir zusammen bin. Ich oder will, du? Okay? Er redet ist normal, dass du ziehst und sauer wärst und mal auffliebst. Ich sage, bleib mal locker, cool, ja, wir können mal drüber reden, dann kann ich dir alles in Ruhe erzählen. Hat dich schon mal jemand betrogen? Weißt du, wie das Gefühl ist, betrogen zu werden? Ja, weg damit! Was willst du damit? Was willst weg du damit? Ja, weg damit! Was willst du mit so einem? Hast du schon mal jemanden geliebt? Nein. Ey, den geh zum Friseur, mach dich hübsch, allzu hässlich bist du nicht. Ey, den findest du erstmal größere. Ey, findest du erstmal wesentlich größere. Das hat doch nichts mit der Größe zu tun. Ja, weil, ey, der verarscht dich doch. Der hampelt hier rum wie ein Zwölfjähriger. Ey, was ist denn das? Bitte. Ey, okay. Der redet mit dir und schwankt rum wie ein Gorilla. Ey, bitte. Hast du Silvia schon öfter, und nun hör gut zu, hast du Silvia schon öfter als einmal betrogen? Deine Antwort, Yusuf, war nein. Und das ist die Wahrheit. Liebst du Silvia noch? Du hast gesagt ja, Yusuf. Und das ist... Come on. Tagsüber hilft er alten Menschen in die Kleider, abends reißt er sie sich selbst vom Leib. Denn Joe führt ein Doppelleben, Altenpfleger und Stripper. Und nach dem Superstrip, den er gleich hinlegt, werden auch die ältesten Damen im Heim ihn nicht mehr nur im Kittel sehen wollen. Ausziehen, Joe, ausziehen. Joe, du führst ein Doppelleben. Was ja, das tue ich. Was machst du? Ich strippe. Und Gogodancing. Ich dachte eigentlich jetzt, dass die Frauen sagen... Oh! Hey, aber das ist ja was ganz Normales, wenn man strippt, ne? Das macht ja jeder heutzutage. Aber also, was machst du denn ansonsten tagsüber? Ich bin tagsüber Altenpfleger. Tagsüber ziehst du aus, abends ziehst du dich aus. Das ist, so, ich kann mir auch vorstellen, dass sehr, sehr viele Damen möglicherweise sich vorstellen können, dass du demnächst dann... Also, ja, wir haben das ja alle gehört hier, ja? Aber die draußen nicht. Was hast du eben gesagt? Ausziehen! Reicht dir das schon oder wollen wir alle mal? Ein bisschen mehr, ja. Deine Familie, die wird sie dann auch gesehen haben. Die wird es jetzt auch mitkriegen, ja. Möchtest du noch irgendetwas? Nee, ich glaube, das hat schon gereicht. Ja. Viermal schon hat Oliver seiner geliebten Nadine einen Heiratsantrag gemacht. Immer wieder zuckte sie zurück. Nun gesteht sie ihm warum. Ihr früherer Freund hat sie mit Gewalt zum Anschaffen gezwungen. Aber Olivers Herz ist groß und sein fünfter Heiratsantrag klappt. Nadine, ich liebe dich. Also, Schatz, ich liebe dich und... Ja, wir sind fast 5 Jahre zusammen und du hast mir 4 Heiratsanträge gemacht. Also es hat nichts mit einem anderen Mann zu tun oder irgendwie, dass ich dich nicht heiraten will. Ich möchte mit dir alt werden und ja, da ist eine Sache, die ich, also möchte ich schon, also dass du das vorher erfährst und ist sehr schwer. Also da hat nichts mit einem anderen Mann zu tun. Aber da ist halt eine Sache, da weiß ich nicht, wie er drauf reagieren würde und das ist mir total peinlich. Oliver, jetzt möchte ich gerne wissen, was jetzt so in dir vorgeht. Ja, also nach 5 Jahren müsste man eigentlich so viel Vertrauen haben, dass man sich eigentlich alles erzählt. Ich bin im Alter zwischen 18 und 20 Jahren halt anschaffen gegangen, nicht freiwillig, aber es ist halt so gewesen. Und ja, ich möchte auf jeden Fall mit dir alt werden und ich liebe dich sehr. Du weißt ganz genau, ich verstehe das. Du kannst mit mir über alles reden. Ich hätte dich bestimmt nicht deswegen verlassen. Ja, aber das wusste ich vorher doch nicht. Das ist die Vergangenheit. Ich habe jemanden kennengelernt und ich war 18, ich war total naiv. Ich war, ja, und ja, er hat gesagt von mir, ja, er hätte Geld, Schwierigkeiten und also ist mit mir dann jetzt noch eine Freundin zusammen Privatclub hingefahren und hat uns dann da abgeliefert und wurdet ihr auch dazu gezwungen? Hat, ja, und ich habe gesagt, also wo es erstmal passiert ist, ich habe mich übergeben, ich konnte nicht mehr und
ich habe ihm das gesagt. Ich habe gesagt, ich mach's nicht mehr, ich nie wieder. Und der hat mich total verprügelt. Und ich habe dir schon 4 Heiratsanträge gemacht, auch wenn es mir mit dem 4. nicht mehr so ernst war. Mit dem 5. ist mir ernst. Liebe Nadine, willst du meine Frau werden? Ja. Karin macht, was sie will. Und das ist ausgehen, mit Männern flirten und dann diese Männer verarschen. Männer wie Michael, der sich von Frauen wie Karin ausgenutzt fühlt. Okay, nicht alle Frauen sind Schlampen, aber 90%. Und Karins Freundin Anja gehört für seinen Geschmack dazu. Verheiratete Frauen oder die, die in Beziehungen stecken, sie sind viel schlimmer als die Single-Frauen. Das sind eigentlich die Schlampen. Also, du wirst als Schlampe bezeichnet. Warum glaubst du? Warum denken sie, dass du... Ja, weil ich mein Leben so lebe, wie ich das gerne will. Ja, wie ist das denn? Rausgehen, da ist doch nichts mit Männern flirten, Männer verarschen. Was? Aha! Männer sind halt ein bisschen fehlgesteuert und... Die muss man einfach verarschen. Die wollen nur das eine und ich will halt nur meinen Spaß. Und das heißt, sie geben dir einen aus dann, oder? Ja, klar. Und hinterher schießt du sie in den Wind? Ja, klar. Aber das ist genau das, was ich sage. Eine richtige Schlampe. Und zwar in jeder Hinsicht. Sexuell, Männer ausnützen und dann auch noch die beste Freundin verraten. Da sieht man es doch, oder? Das ist eine Schlampe. Ja, und ich würde sagen, also das sind die Männer, die an jedem Wochenende sofort die Erstbeste mit ins Bett ziehen. Ich bin 34 Jahre alt und habe in meine 34 Jahre gerade mal 4 Freundinnen gehabt und bin 4-mal auf so eine Weiber reingefallen wie dich. Und die 4-mal, wie bitte, das letzte habe ich nicht... Und 4-mal bin ich auf so eine Weiber reingefallen, wie sie eine ist. Ganz genau so. Was ganz toll ist, die Frau ruft mich heute noch an, weil von wegen sexueller Erfüllung konnte nur ich hier geben, ne? Gut, ich sage ja nicht, alle Frauen sind Schlampen, sondern ich sage, 90% der Frauen sind Schlampen. Ich gehe auf keine Frau zu und fasse gleich mal einen Schritt oder an die Oberweite, ja? Und genau das ist mir passiert. Du bist auf so einem totalen Verarschertrip. Wenn zu dir mal so ein Typ kommen würde wie ich, der was wirklich ehrlich meint, und der dich nicht gleich sofort an dem Abend, dann ist er für dich sowieso abgeschrieben. Ja, aber du wärst sowieso nicht mein Typ. Ja, das macht ja nichts. Du ja meinen auch nicht, als Entschuldigung. Da bin ich schon was Hübscher, dass wir dich aus dem Bett schmissen, aber es Und am nächsten Morgen, wenn eben die Nummer gelaufen ist, dann heißt es dann für die Frau und tschüss. Ja, sehr beschuldigt. Entschuldigung. Ja, was beschwerst du dich denn? Wie kannst du gleich am ersten Abend mit jemandem in die Koje gehen? Das verstehe ich gar nicht. Aber ich kaufe doch keine Katze im Sack. Da geht bei mir alles hoch. Also doch, das hätte ich jetzt auch ernsthaft bezweifelt. Ich wollte fragen, warum du nicht gleich anschaffen gehst, dafür kriegst du dann wenigstens noch Geld. Jawohl, mein Gott. Was heißt hier, die Männer sind selber schuldig? Ist doch Quatsch. Weißt du, es gibt Typen, garantiert, die stehen auf deine Freundin und sagen, hey, ich liebe dich. Verstehst du? Und sie sagt, na, verpiss dich. Nee, das ist nicht wahr. Wer sich selbst klein und unwichtig fühlt, macht sich gern vor anderen groß und wichtig, wie Wolfgang. Denn Wolfgang ist Hochstapler. Er gab sich schon als Arzt aus, tat so, als wäre er Anwalt. Und das Publikum hat dazu nur eine Meinung. Irgendwas ist doch da oben bei dir nicht in Ordnung. Du hast Kapital aus der Gutgläubigkeit der Leute geschlagen, ja oder ja? Nein. Ich habe mich als Anwalt ausgegeben, ohne einer zu sein. Natürlich habe ich damit Geld verdient. Aber ich habe ja auch was dafür geleistet, nämlich genau das, was jeder andere Jurist auch gemacht hat. Nur die juristischen Kenntnisse hast du dir doch angeeignet, als du sowieso schon mal eine Auszeit genommen hattest, oder? Ja, das ist richtig. Also du hast die Bücher im Knast gewälzt? Ich habe richtig studiert vom Gefängnis aus. Sehr da hattest du dich, glaube ich, mit 23 Jahren beim Malteser Hilfsdienst als Arzt ausgegeben? Korrekt. Ich habe als Arzt, als Notarzt im Prinzip für den Malteser Hilfsdienst Jetzt gearbeitet. Jetzt tu mir einen Gefallen, du konntest doch nicht als Notarzt arbeiten.
Ja, die haben mich einfach so genommen. Ich bin hingegangen, gesagt, ich bin Arzt und die brauchten also unbedingt jemanden. Das war für ein Stadtfest ausgerichtet. Ja, es ist ja und gut. Und dass sie das glauben, das ist schlimm genug. Ja. Aber ich meine, man muss doch mal nachdenken. Da liegt da einer so halb offen und dann musst du den behandeln. Das geht doch nur überhaupt nicht. Sie sind ja noch stolz darüber, was Sie gemacht haben. Nein, das ist nicht ganz richtig. Aber selbstverständlich. Das ist nicht ganz richtig. Das ist doch unmöglich. Nee, Moment mal, das stimmt einfach nicht, dass ich stolz drauf bin. Aber ja. Nein. Sie sitzen da selbstherrlich bis zum geht nicht mehr. Erst als Arzt und anschließend als Anwalt. Ich finde das unmöglich. Ich warte gar nicht, bis ich den ersten Halbtoten auf dem Tresen liegen habe, um dann zu merken, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Oh, entschuldigen Sie, wenn Sie sterben, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ihn doch gar nicht behandelt. Aber er hätte doch vor ihren Händen sterben können. Das ist ein bisschen spät überlegt. Moment, stopp! Das ist doch das Hinterletzte. Warum sind Sie als Notarzt gerufen worden? Ja, warum sind Sie denn gerufen worden? Und Sie haben die Leute nicht behandelt, oder wie? Und dann sind Sie anschließend zur Polizei gegangen und haben sich selber angezeigt, oder wie? Ja, so ungefähr. Nicht ganz so. Also das ist doch lächerlich. Nee, ich begreife es nicht. Wie kann ich erst als Arzt mich ausgeben und anschließend, wo das nicht geklappt hat, kann ich mich als Rechtsanwalt? Wo gibt es denn sowas? Ja. Irgendwas ist doch da oben nicht in Ordnung. Nein, in 2 Jahren lehrt er an der Universität. An der Stelle müssen wir einfach mal sagen, stopp. Und ja, nein, es ist einfach, wir haben Besuch. Was sollen wir mit all den Menschen machen, die für teuer Geld hierher gekarrt worden, wir wollen mit denen reden. Nein! 3 Typen, 3 Geständnisse. Taifun, Halil und Chico haben gegenseitig ihre Mädchen gepoppt. Na und? Bei den Schlampen doch egal, findet Halil. Ich mach nicht einen auf Romeo und Julia, bei mir gibt's nur Eva und Maria oder wie die heißen. Eva und Maria? Die beiden Schlampen aus dem Paradies? Was musst du ihm beichten? Ruhig, ja? Ich habe mit seiner Freundin geschlafen. Du hast keine Ahnung, was er heute eigentlich von dir will. Nein. Nee. Was möchtest du denn ihm heute sagen? Dass ich mit seiner Freundin gepennt habe. Naja, dann kam der langsam näher. Ja, ist mir in mein Hemd reingegangen. Aha. Also, hast du jetzt immer ein Schuldgefühl oder beschreib doch mal die Situation? Nein, ich will ihm sagen, dass seine Ex-Freundin ein Luder ist. Ja, aber du bist doch auch nicht besser. Doch, aber ich hab doch gar keine Schuld. Ich kann doch nichts dafür, wenn die heiß auf mich ist. Ich würde sagen, du bist doch mit der Aisha zusammen. Ja. Wir waren doch einmal auf der Feier von der Jacqueline, wo du nicht dabei warst. Ja. Ja, und danach bin ich mit der Aisha nach Hause gegangen. Zu wem? Zu der Aisha. Und was? Danach bin ich mit der Eiche nach Hause gegangen. Zu wem? Zu der Eiche. Und dann? Da habe ich mit dir geschlafen. Geschlafen, ja. Was heißt geschlafen? Ja, ich hab dich hier. Worauf will er jetzt hinaus? Dass er meine Freundin geknallt hat? Ja, volles Programm, Halil. Und ich habe auch seine. Was ist das Erste, oder was? Ich schwör's dir. Aber die darauf besteht, also muss ich den Sex ergeben, oder nicht? Ja, was ist denn los? Das heißt, sie hat dich praktisch ja gezwungen. Aber die haben ja gar nicht miteinander geschlafen. Wie? Die haben ja gar nicht miteinander geschlafen. Ach, du hast also mit Taifuns Freundin wirklich Sex gehabt, aber du sagst, der Taifun hatte mit dir noch gar keinen Sex. Was glaubst du denn da, du Affe? Ich glaube, die haben was geplant. Die wollen uns reinlegen. Diese Mädchen wollen mich reinlegen. Weißt du, was der Knüller wäre, wenn die beiden jetzt hier reinkommen mit 2 anderen Typen? Was, sind die auch hier? Taifun. Du weißt, Taifun, mit deiner Freundin. Was? War nicht gewollt, Alter, aber tut mir leid, Taifun, Alter. So, du ist weißt. Schon, oder? Ich hab dich gepimpert, du Dischi. Also, Chico, du sagst dem Taifun, dass du auch mit seiner Freundin geschlafen hast. Hattest du denn auch was mit Halils Freundin? Was? Nee, stimmt gar nicht. Mit seiner Freundin? Aber Halle, Bruder, das tut mir leid bei deiner Freundin, Alter. Und bei meiner nicht, du Was ist das denn? Guck mal, diese Mädchen, das sind, wie soll ich sagen? Schlampen. One-Night-Stand-Girls.
Oh, also jetzt sagt ihr im Prinzip, die Mädels sind eigentlich schuld an diesem Desaster. Ich mach nicht einen auf Romy und Julia, bei mir gibt's nur Eva und Maria oder wie das doch immer heißt. Du kannst das nicht glauben, was da los ist, ne? Nee, die denken, das sind ihre Freundinnen und labern von wegen, das ist One-Night-Stand. Das ist voll scheiße, was die da labern. Ja, Spaß muss man machen. Warum scheiße? Ist okay, ja, du laberst von wegen, das ist deine Freundin. Ja, wenn die Frauen auf mich stehen, was kann ich dafür? Was ist denn hier los? Sag mal. Glaubst du nicht, dass die Frauen auf Chico stehen? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Ja, was denn das? Ich werde dich sowieso nicht stehen. Guck dich mal an. Du Schabrack. Was willst du denn? Guck dich mal an, du hässlicher Vogel. Drück mir deine Kette ab. Zurück in den Kühlschrank habe ich nicht geknallt. Ja, sag mal, wie ist das? Sag mal. Ja, wie ist das jetzt eigentlich untereinander? Also Taifun und Halil. Also ihr sagt, ihr zwei seid jetzt irgendwie quitt, ja? Nee. Seine Freundin wird auch Oitums von uns beiden. Kriegst du mir eine Bunkerstelle da. Willkommen in den USA, wo fast alle Menschen viel zu dick, aber natürlich auch immer happy sind. Genau wie Franny und ihre Freundin Kathy, die so dermaßen fett sind, dass sie zum Autofahren bald einen LKW-Führerschein machen müssen. Aber auch darüber sind sie natürlich total happy. Hi, my name's Franny. Hallo, ich bin Franny. Herzlich willkommen in meinem Haus. Ich bin eine dicke Frau aus den Vereinigten Staaten. Ich führe ein fröhliches, produktives, erfüllendes und erfolgreiches Leben. Ich bin zwar dick, aber ich bin glücklich. Wir gehen gern an den Strand und lieben es zu schwimmen. Ich denke, wir waren in einem früheren Leben Meerjungfrauen. Ich bin glücklich. Ich mache viele Dinge, die auch du machst. Ich brauche nur manchmal etwas mehr Zeit dafür. Ich mag zwar etwas mehr Platz auf dem Planeten beanspruchen, aber ich bin glücklich. Ich bin 1,70 und ich wiege 240 Kilo. Fühlst du dich wohl in deiner Haut inzwischen? I do feel well in my skin. I feel, ja, das tue ich wirklich. Ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut. Ich fühle mich glücklich. Das ist doch kein Körper mehr. Wo sind denn da bitte schon die Proportionen? Da ist doch überhaupt nichts mehr zu sehen an Körper. So kann man sich doch nicht wohlfühlen. Du wirst doch von deinen eigenen Massen erdrückt. Dieser Mensch ist ein Mensch, egal ob er nun ganz dick ist, ganz schlank ist. Ich denke mal, das ist ein Mensch. Naja, im Internet, da schreibt man halt und dann schickt man ein Bild rüber und... Aber du schickst nicht ein Bild von Cindy Crawford und sagst, das bin ich. Braucht er ja nicht. Ich schicke ein Bild von mir rüber und... Was die zurückschreiben, soll ich das sagen? Ja, was schreiben die? Die schreiben zurück, ey, du siehst geil aus, du siehst cute aus, will dich sofort kennenlernen. Was sind das für Männer? Wie sehen die aus? Hübsche Männer. Hübsche Männer, so wie du? Und vor allen Dingen, du willst ja nicht sagen, dass ich hässlich bin. Doch, das kann ich sagen, du bist hässlich. Seit 11 Jahren hat Christian seinen Vater nicht mehr gesehen und dazwischen gab es nur Streit am Telefon. Aber nun sehen sie sich endlich wieder in die Augen und umarmen sich lang und innig. Wunderbar. Und wenn die Tränen getrocknet sind, können sie Auge in Auge weiter streiten. Christian, du bist ja auch heute hier, weil du jemanden wiedersehen möchtest. Ja. Und zwar wen? Mein Vater. Wie lange habt ihr euch nicht mehr gesehen? 11 Jahre. Warum denn nicht? Ja, weil er artete sich immer dann auf Palaver aus und... In was? Auf Streit. Mhm. Ja, gut, dann streitet man sich, aber dann kann man doch auch noch mal anrufen oder so. Worüber habt ihr euch denn gestritten? Das ging dann jahrelang her, dann immer die gleichen Geschichten. Ich meinerseits, ihm seinerseits, immer hochgeholt. Aber was habt ihr euch denn vorgeworfen? Ja, meine Mutter wäre dran schuld gewesen, dass die damals auseinandergegangen sind. Meine Mutter hat mir gesagt, das ist wahnsinnig gewesen damals. Wieso sagst du denn jetzt letztendlich, ich würde doch ganz gerne meinen Vater wiedersehen? Weil ich bin in der Meinung, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Applaus.
Alboga sucht eine Freundin für ihren Sohn. Denn Dirk nimmt sonst seinen ganzen Lohn und geht in den Puff. Und wie soll die Freundin aussehen, Walburga? Ganz egal. Die kann blaue Haare haben, aus China kommen. Hauptsache, der hat endlich eine Freundin und ich meine Ruhe. Was suchst du denn? Eine Freundin. Also schwul ist er nicht. Also, ja, ich hätte ja auch einen Mann suchen können für das ihn. Das stimmt. Von 16 bis 22. Also auch gerne etwas älter? Ja, liebend gerne für ihn. Warum, älter? Er steht da drauf. Also wenn ich immer sehe, was er sich für Hefte anguckt, er mag das. Hatte er denn schon mal eine Freundin? Ja. Aber? Ja, er, wie soll ich das sagen? Also er musste immer bei ihr, aber sie hat nie bei ihm und das war nicht so das Wahre. Und woher weißt du, dass dein Sohn eine Freundin haben will? Ja, weil er mir ständig damit in den Ohren liegt und mir das Wochenende versaut. Also diesen, ja, ewig Frust am Wochenende. Dann kommt er Was sagt er denn so? Ja, er kommt aus der Disco, boah, wieder nix, ich habe wieder keine gefunden, ich verstehe das nicht, warum ausgerechnet ich? Und dann hat er dann, vor 3 Wochen hat er dann geäußert, so zu meinem 18. Geburtstag, er wird also im Juni 18, nehme ich meinen ganzen Lohn und gehe im Puff. Und da habe ich gesagt, jetzt reicht's. Die kann blaue Haare haben, aus China kommen, Hauptsache der hat eine Freundin und ist gut mit ihm zufrieden. So. Ich möchte ja auch mal ein schönes Wochenende haben, ne? Dass er nicht ohne immer dieses Gesülze und dann spielt Herr Brunner und Brunner auf seinem Keyboard und heult bei dabei. Oh. Ja, das ist schlimm, ne? So, warum bist du Single? Ja, weil ich keine Freundin habe. Du wirst ja im Juni 18. Du hast ja angedroht, dass wenn du bis dahin keine Freundin hast, eventuell in den Puff zu gehen. Ja. Ja. Hast du das ernsthaft vor? Ja, ausprobieren muss man alles, also. Rechts ist ja eher etwas brav. Der nimmt die erste, kann ich jetzt nicht. Ach so. Was ist denn so dein Typ? Eins, die erste. Sie sind Kannibalen, aber sie essen Menschenfleisch nicht, sie bringen es auf die Welt und kassieren Kindergeld dafür. Petra hat schon 8 Kinder und Hans-Jürgen nur einen Plan. Solange es Geld dafür gibt, wird er seine Frau jedes Jahr schwängern. Das ist nämlich auch das Einzige, was der Dödel kann. Wovon lebt ihr denn, ihr beiden? Wir leben ja zurzeit von Kindergeld, von Arbeitslosengeld und von Sozialfonds und ich tue abends auch noch arbeiten gehen. Ich finde, dass wir alle Steuern zahlen und dass eben halt natürlich gewisse Menschen ein Anrecht auch auf Sozialhilfe haben. Leute, die wirklich nicht arbeiten können mehr. Und diese Leute, die 2 Kinder haben und nicht arbeiten gehen, das ist doch dasselbe. Da wirst du mal denen auch die Kinder wegnehmen. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn das so ist, muss man denen auch die Kinder wegnehmen. Ihr habt 8 Kinder. Hallo. Ja, und? Nicht? Und im Munster haben sie einfach den Stempel auf der Stirn. Also sie werden im Munster als asozial bezeichnet, das Umfeld und er hatte dann gesagt, Hans-Jürgen. Solange es dieses Erziehungsgeld gibt, würde seine Frau jedes Jahr wieder schwanger werden. Das stimmt das, überhaupt dann, gar nicht. Das sagt doch alles. Ja, es wissen viele. Das stimmt aber nicht. Es wissen viele nicht und gesagt. Jeder redet dann. Ist es nur die Kinderliebe oder ist es auch das Geld? Also ich denke mir nicht. Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Mhm. Für uns und die Kinder zum Leben, das sind vielleicht 1.000 Euro, was wir zum Leben haben. Was heißt für den Monat? Insgesamt habt ihr mit Sicherheit mehr, ja. Weil ich habe mir nämlich auch erkundigt, 2.600 Euro. Wir müssen ja auch noch Miete zuzahlen, wir müssen unser Wasser und unser Strom auch alleine. Wie wohnt ihr denn? Moment, Petra Hans-Jürgen, wie wohnt ihr denn? Wo wohnt ihr denn? Wir wohnen an der Wir haben eine Haushälfte mit 8 Zimmer, 211 Quadratmeter. Aber wir müssen auch für diese Haushälfte viel Geld zahlen. Wer zahlt denn das Geld? Das Sozialamt. Das Sozialamt. Da geht ein Teil von Sozialamt und den Rest müssen wir dazu bezahlen. Habt ihr ein Auto? Niemals. Das Sozialamt übernimmt, wenn dann überhaupt. Ein Auto haben wir auch, ja. Was für ein Auto habt ihr denn? Ein Bus. Und wer bezahlt den? Wer bezahlt den? Ich selber, mein Arbeitsgeld. Mein Mann ärgert 18 Stunden tagtäglich sich den Arsch wund. Ich arbeite 2 Jobstellen, habe 2 Kinder, habe auch meine Umkosten. Und ich komme mit 400 Euro, muss ich im Monat klarkommen. Ihr kriegt das vom Staat in den Arsch gesteckt. Ja. Schämt ihr euch eigentlich gar nicht? Ganz genau. Vielen von ihm, was in Arsch? Und dann habt ihr noch ein Auto. Dass ihr hier so gerade sitzen könnt und dabei noch lächeln könnt, ich finde das traurig. Wieso lächeln? Nicht das Reihenhaus zu vergessen. Also, dass sowas unterstützt wird, ist nicht mehr normal. Aber auch bei 10 Kindern. Wenn die Leute arbeiten gehen in der Familie, ist das okay. Mhm. Nur ich sehe nicht ein, dass wir Steuern zahlen und jedes Mal heißt es, der Haushalt ist leer. Das kommt dadurch. Weil solche Leute natürlich rechnen. Mensch, wenn ich 1 Kind habe, dann kriege ich so viel. Wenn ich 10 habe, kriege ich so viel. Es gibt auch andere Menschen, die überhaupt nicht daran denken.
Also ich muss dazu sagen, wir sind auch... Da leben ja nicht nur wir von Sozialamt. Das sind doch auch die Ausländer, was aus Deutschland kommen, die wohl leben von Sozialamt. Ich habe 7 Kinder. Wenn es danach geht, vom Staat, kriegen wir nicht einen Pfennig. Wir gehen beide arbeiten und haben zu Hause ein Haus, 2 Autos und ein Motorrad. Und meine Kinder haben alles. Ich arbeite in Zwischicht, ich komme abends von der Arbeit und darf dann ab 22 Uhr noch weiter am Lochen, damit ich für meine Kinder was zu fressen habe. Ihr kriegt das Haus gestellt, ihr habt das Auto gestellt, die kriegt... Hingeht, da sage ich okay. Junge, da. Glaubst du, denen fehlt der Willen? Hundertprozentig. Wer arbeiten will, kriegt auch Arbeit. Und vor allen Dingen im Munster, gibt ABM, was ich jetzt momentan mache, dann klappt das. 10 Jahre wurde Rose Lore von ihrem Mann betrogen. Mit einer Frau, die solche Brüste hat. Aber jetzt nicht mehr, da hängen die Brüste schön runter. Und weil Rose Lore seit gestern von ihrem Mann getrennt ist, will sie auch gern mal vor allen laut sagen, wie die olle Hängebrustfrau heißt. Du wurdest auseinandergebracht von jemandem. Ja, von einer 62, also mein Mann hat ein Verhältnis seit 18 Jahren mit einer 62-jährigen Frau. Und du bist aber immer noch mit deinem Mann zusammen? Ich habe gestern die Trennung eingereicht. Was glaubst du, was sie denn hat, was du nicht hast? Solche Brüste. Und das mag dein Mann? Ja, jetzt nicht mehr, weil die hängen ja jetzt schon bis unten runter. Vielleicht ist das so eine ganz kleine Genugtuung, jetzt über Fernsehen dieser Dame noch irgendwas zu sagen. Dieser Dame? Ja. Also, Frau Marlies aus. Jetzt können Sie meinen Mann haben. Ich schenke ihn. Sie sind selbst verheiratet, haben auch 2 Kinder. Ihr Mann darf ja nur nicht wissen, dass Sie fremd gehen. Aus dem Grunde, sie hat vor 2 Tagen meinen Mann angerufen und hat Angst gehabt und hat gesagt, um Gottes Willen, wenn mein Mann rauskriegt, dass ich fremd gehe, der schmeißt mich raus. So, und jetzt gerade. Bye, bye. Roy ist ein kleiner Ossi-King. Die Mädchen lassen sich von ihm benutzen, aber mit Liebe ist nix. Und wenn Madeleine sich auch noch Hoffnung gemacht hat, dass es mit Roy und ihr noch was wird, Roy präsentiert ihr eiskalt seine neue, Raffaela. Und die großmäulige Madeleine bricht zusammen und weint. Ja, doch, ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich nichts mehr von ihr will. Begriffen hat sie es aber nicht, oder? Nee. Also er fing zu mir an, das muss langsam angehen wollen wieder und dass es halt nicht überstürzen will, dass er Angst hat, dass es wieder schief geht. Na, der wollte halt immer Gruppe machen mit so einem Mike und habe ich immer abgeblockt. So und was wollte er machen? Gruppe. Gruppe? Ja. Was soll Gruppe sein? Gruppensex. Hast du einen Knutschfleck am Hals? Ja, habe ich. Von wem ist der? Von Mario. Damit habe ich aber kein Problem, weil er ja zu mir sagt, wir sind auch nicht zusammen. Also kann ich ja noch tun und lassen, was ich will und so kann er tun und lassen, was ich will. Also er will. Was laberst du für eine Kacke zusammen? Echt noch? Sag mal. Du sagst, du hast kein Vertrauen zu denen gehabt noch und willst trotzdem was mit dem Anfang noch. Echt, ich weiß nicht, aber irgendwo passt das nicht zusammen. Ja, darum will ich mir einen Lügendetektor hängen, dass ich die Wahrheit rauskriege. Aber wenn man mit jemandem zusammen ist, dann vertraut man denen auch. Dann muss man nicht so einen scheiß Lügendetektor. Ja, na, aber wenn andere Leute was anderes erzählen. Du hast auf andere Leute, wenn du es denen liebst. Alles klar, ich denk's auch. Genauso wie wenn du den liebst, noch, rennst du den übelst nachher, dann knutschst du dich mit dem andersrum. Ja, du dich mit rein, du kennst mich gar nicht. Raffaela, erklär doch mal ganz kurz, wer du überhaupt bist. Ich bin von Beute Freundin. Respekt! Ja, wir sind ja auch erst seit dem Samstag zusammen, nachmittags. Ach so, ach, Moment mal. Hör so. Das ist mir eigentlich schon scheißegal. Hättest du von Anfang an Sachen kennen? Ja, na, es gibt auch noch andere Kerle, wisst ihr? Und da kann ich auf dich verzichten, dann in dem Moment, wie ich mich mein. Nee, genau. Wisst ihr? Bist du hast den Liebesbriefe geschrieben mit Haufen Herzeln und. Oh, ja, na, auch, pass mal auf, ne, mein dann Fräulein. Essen, du kennst mich doch gar nicht, was machst du denn für einen Scheiße, Mann? Ich auf den Sack gehen. Oh, hab ich organisiert, dass du eine Freundin spielst oder was? Bestimmt. Ja, soll ich die Nachricht noch zeigen, die du mir geschrieben hast? Welche? Ist schon klar. Welche? Ja, frag mich noch welche. Ja, welche? Ja, welche? Ne? Wenn die überstürzen, ne? Ja, da kannst du eine Schnauze ziehen, wie du willst. Dass die natürlich das Gefühl hat, dass mehr. Und ich finde wirklich, du hättest etwas mehr Verantwortung tragen sollen. Und ich finde das wirklich nicht korrekt.
Katja hat in aller Seelenruhe zwei Typen ausgetestet. Den gemütlichen Rico für das Kuscheleben und den wilden Andi für Party und Nightflight. Und waren Rico und Andi eigentlich mal Kumpel, nun kämpfen sie wie zwei Ritter um ihre Prinzessin. Oder ist Katja doch eher ein gefährlicher Drache? Wie lange kennst du den Rico schon? Seit August letztes Jahr. Und da passierte dann auch mehr oder bliebst du beim Eishockey gucken? Nee, er hat mich dann nach dem Eishockey nach Hause gebracht. Und dann haben Puck ins Tor geschlagen. Ja. Wir sind nach einer Kneipentour noch, bin ich noch mit zu ihm und da... Zu Andreas? Ja. Nach der Kneipentour? Nach der Kneipentour. Ohne Rico. Na, dann noch ein Bier gezapft. Ja, wenn du so nennen willst. Echt? Bist du so eine? Nein, eigentlich gar nicht. Ich bereite dir den Himmel auf Erden. Ich würde alles für dich tun. Unendlich viel kuscheln, wohlfühlen, in meinen Armen liegen, schön zu zweit einfach nur essen gehen. Katja, wenn du dich für mich entscheidest, kannst du dir sicher sein, dass du das schönste Leben hast, was es überhaupt gibt auf der Welt. Wenn du mich nimmst, hast du Action im Leben, Spaß, Spiel. Genauso kann ich auch romantisch sein. Wenn du Rico nimmst, dann wirst du irgendwann versauern, bei euch auf der Couch zu Hause. Katja, entscheidest du dich für mich? Verbringen wir die schönste Nacht, die du je gehabt hast. Jawohl! Ritter Andreas, servus. Und Ritter Rico, nimm Platz. Naja, er hatte was mit ihr, aber da war halt keine feste Beziehung. Und insofern... Das hat doch damit nichts zu tun, oder? Du wusstest ganz genau, was ich für sie empfinde. Jetzt spinnt man nicht rum, ey. Mann. Ach. Kann ja nicht sein. Er nennt sich Kumpel und schmeißt sich an die Olle ran. Entschuldigung. Entschuldigung, also er Rico, jetzt steht es 0 zu minus 1. Katja, wie fühlt man sich jetzt so zwischen den beiden? Geil. Das sieht super erotisch aus, ihr zwei übrigens. Ja? Aufsteigen, 3, 2, ich spiele da nicht mit, ja? 3, 2, 1 und go! Okay. Also, für wen entscheidest du dich? Bitteschön. Da. Ich hab gesagt, Party machen, ja? Andreas, und jetzt? Scheiße. Ja. Und nun wird's fett. Ein Dutzend Dicke streiten sich über Schwabbelsex. Kriegt man beim Untenliegen keine Luft mehr? Muss man oben bleiben, um zu überleben? Aber irgendwie klappt's ja wohl immer noch. Wenn man so einen Haufen Dicke sieht, scheinen sie sich ja immer noch zu vermehren. Da scheinst du ja fast nackt hier, also das ist ja schon mal schlachtreif, ne? Und du? Wenn meine Freundin so dick wäre wie die, die würde ich sofort verlassen. Dicke türmen mich nicht an und Sex ist für mich wichtig. Saufen tue ich nicht mehr, rauchen tue ich nicht. Was habe ich denn sonst noch vom Leben? Das sage ich auch immer. Also du schämst dich vor deinem Mann. Dann mach ein zärtliches Spiel daraus. Mach zärtliche Fesselspiele, verbind ihm die Augen. Dann sieht er dich nicht. Dann kannst zärtliche du auch Fesselspiele? Ne? Weißt du? Ne? Zum Beispiel? Also sowas. Ich liebe dich so. Ich hab dich so kennengelernt. Fritz, ich glaube ihn auch nicht. Okay, aber 100% nicht. Also, der kann mich in den Arm nehmen. Ich glaube ihn auch nicht. Gut, dann nimm sie doch mal eine Hand, geh mit in den Zuschauer, such ihr was Schönes aus und dann sag ihr, dass sie so gut aussieht. Ja. Richtig. Bau sie doch mal ein bisschen auf. Das heißt, das kannst du vergessen, mach ich nicht. Er soll sich eine dünne Frau suchen. Oh. Weil was will er mit einer dicken Frau, die wohnt ins Bett will und ich? Ja, was willst du denn? Frag ich dich jetzt mal, was willst du, eine dünne Frau? Wie ja, natürlich eine dünne Frau. Hast du deine Spiegel zutapeziert zu Hause oder was? Natürlich, du bist aber nicht ja, das, ich weiß selber, dass ich dick bin, aber... Ach. Achtung, wenn zwei dicke da brauchen wir so ein wegen dem viele Fett. Ja. Ach, hast du nicht? Du hattest doch nie Sex. Die ist aufbischend, ich habe gesagt, ich bin gekommen. Das war toll. Das du musst ein Hengst toll. Sein, hey. Das ist gut. Du hast für mich eine absolute Macke. Ja? Es gibt nichts Schöneres, als auf eine dicke Frau zu stehen. Wenn du mir erzählst, immer mit deinen schönen, dünnen Frauen, ja? Wo sind sie denn deine ganzen Frauen? Du lebst im Wunderland, absolut. Du träumst immer von schönen, dünnen Frauen. Also, du möchtest, dass die Frau auf dir liegt. Da kannst du nicht mehr atmen. Da musst du. Ja, was ist, wenn du auf der Frau liegst? Boah, was ist das denn? Ritz, hallo? Da
Aber was ist, wenn, wenn du auf der dünnen Frau liegst, dann ist die auch platt oder wie? Oder darf die dich nur noch frag ich jetzt nur mal so. Ich willst glaube, du dann im Bett liegen und bewegst dich nicht und sie sitzt dann nur auf dir und du bist dann der Pascha oder wie? Und gleich die Highlights des Tages. Mädchen, die Männer mit Gesang bezirzen, Weiber, die Kerle mit Gewicht planieren und Männer, die Angst um ihre Eier haben. Bis gleich. Highlights des Tages. Platz Nummer 3. Agnes will ihren Sascha zurückhaben und deshalb bringt sie ihm ein Ständchen. Agnes singt zwar nicht gut, aber sie sieht verdammt gut dabei aus. Und das ist schließlich das Wichtigste. Also, er hat jetzt mit mir Schluss gemacht letzten Samstag, weil er dachte, ich bin ihm fremdgegangen. Aber ich bin ihm ja gar nicht fremdgegangen. Ja, ich meine, wenn du deinen Freund liebst, wenn du zu ihm stehst, dann hast du auch nach Hause zu gehen. Du kannst doch ruhig Party machen gehen, ist ja kein Problem. Ja, wenn Freundin übernachtet. Beziehung heißt nicht, dass man gar keine Freunde mehr haben darf und nichts anderes machen darf. Ich sag ja Beziehung nicht, heißt nicht, zu Hause sitzt von seinem Freund. Ich meine, lässt du deinen Freund auch nicht bei, bei einer Freundin übernachten um oder Gottes so? Gottes Willen, ich würde ihn umbringen. Der arme Kerl. Schlafen würde, auf jeden der arme Kerl. Das wäre nicht in Ordnung. Da kann er nach Hause gehen. Ja. Immer wieder denke ich an dich. Immer wieder vermisse ich dich. Tausendmal geliebt. Deine Freundin ist dir zu dürr, du hast die Nase voll von Hungerhaken, hier kommen die schärfsten Dicken, die ultimativen Monstermummies, hier kommt der Angriff der Killerquallen, Platz 2. Thema Erotik. Das ist ja immer so diese Sache, haben wir ja gerade gesagt, ne? Und da gehen die Meinungen auseinander. Und genau deshalb wollen wir uns mal angucken, wie das so ist, wenn man also die schärfsten Dicken angucken kann. Schauen wir selbst. Und auf Platz 1 noch schnell was fürs Herz. Alleinerziehende Väter. Ist es nicht rührend, wie sie sich um ihre Kleinen kümmern und dabei noch nicht mal wissen, ob es Mädchen oder Junge ist? Ja. Was ist ein Tamagotchi? Das ist ein kleines Plastikei mit so einem kleinen Bildschirm drauf und da lebt ein elektronisches Küken. Und das muss man pflegen und hegen und aufziehen. Wie lange hast du dein Ei denn schon? Dieses Plastikei hier, was ich in der Hand habe, das habe ich jetzt ungefähr 130 Tage. 130 Tage. Hier piept und piept und scheißt er gerade. Ist es nun ein Mädchen oder ist es ein Bub? Das kannst du uns das sagen? Mädchen. Das ist ein Mädchen? Ja. Woran kann man das sehen? Ja, es hat lange Haare. Wo hat es denn lange Haare? Na gut, die wachsen noch. Guck mal, ob es einen Schniepi hat. Das Tamagotchi lebt, da kommt es.